Habe die Ehre, Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Das Goldene Leben RP mit dem Hofer Franz im Grünfelder Land. Habe die Ehre. Und ja, wir sind da jetzt gerade dabei, unsere Kühe endlich zu füttern mit den Heuballen, was uns der Karsten geliefert hat. Finally. Wunderbar. Jetzt geht schon wieder das Telefon her, auf Zeiten, ja? Hofer Franz. Na, hallo Herr Hofer, die Luna Sommerwein hier. Ja, grüß die Luna, habe die Ehre. Wie hat's dich denn? Hi. Wie bitte? Wie hat's dich denn immer? Mein Chef hetzt mich. Ah, scheiße, das ist nie gut, gell? Ja, ich hätte jetzt eigentlich den Herrn Carsten Stahl gebraucht. Ah, okay. Ja, der war jetzt gerade bei mir. Der hat sich jetzt gerade geschlichen. Der müsste jetzt gerade am Weg sein zu ihm haben, wieder. Okay, dann probiere ich bei ihm. Alles klar, gell? Danke. Ich mach's gut. Servus dabei. Habe die Ehre. Bin ich schon in meinem Ding drin, oder? In meinem Channel. Woll. Udo. Jetzt lass überlegen. Wir haben jetzt die Viecher gefüttert. Wir wollen auf jeden Fall. Kann man das da lose reinmachen? Ja. Wir brauchen keine Ballenpresse. Oh, erst. Man muss echt die Angebote im Blick behalten. Hey. Güllefass wäre halt so nice, gell? Stroh brauchen die jetzt noch da, gell? Dass die Mist produzieren. Wie kriegen wir denn das Stroh da rein? Ein Heulader. Wir brauchen einen Heulader. Ein Ladewagen. Muss ja kein teurer sein. Aber das ist einfach Haus aus schon sehr teuer. Da die sein eigentlich preis-leistungstechnisch super. 65.023 Kubik. Boah, der kostet da weniger. 46.023 Kubik. Ah, wenn einer im Angebot wäre, wäre halt eine super Sache. Das wäre geil. Wir müssen den Striegel holen vom Udo. Warte mal, hat der Carsten schon die Rechnung geschrieben? Dann kann das der Carsten eigentlich auch machen. Ah, 306.000 nur mehr. Überlegen, können wir irgendwas mit raufnehmen, irgendwo hin? Wie viele Eier haben wir? Sollen wir mal ein paar Eier verkaufen? Wie viel haben wir denn solche Eier schon? Die lade jetzt mal alle auf. Kleines Fahrzeug. Ich brauche ein kleines Fahrzeug. Mit Palettengabel. Da wäre ein Stapler wieder nice. Muss etwas im Angebot sein, hey.
Obst geht auch nichts weiter. Naja, ja. Die sind viel zu teuer. Und 30.000. Aha. Was kostet jetzt so einer? Hey. Frontlader kostet 30.000, der billigste. Der war aber geil, 50.000. 30.000. Gabelstapler 37.000. Kompaktlader 35.000. Kleiner Traktor. Nur im Angebot kaufen. Niemals neu. Alten Fendt. Die wären gar nicht so teuer. Da, der da. Hm. 18.000, schau mal. Was? Das geht, oder was? $20.000. Den kaufen wir uns. Nix. Es wäre gut, wenn die das Feld da schnell bearbeiten könnten. Und schon wieder blitzt worden, ich bin so ein Dödel. Jedes Mal. Gibt's ja nicht. Ich fahr mal rauf zum Udo. Weiß eh nicht, was die anderen wollen. Nutzt eh nix. Fahr!
echt doof, dass wir auf unserem Traktor, als warte, wenn wir den jetzt verkaufen würden, gell? Wie viel kriegen wir jetzt für den dann noch? 158. 163. Ja, das müssen wir jetzt überlegen. Kann passieren, dass wir das machen. Dass wir den austauschen. Jetzt haben wir ja fast nichts drauf. Ist gleich stark und hat einen Frontladeraufbau. Ist auch nix. Wichtiger wäre jetzt ein Mähwerk und ein Heulader. Und den Wender da, was er oben hat. Den kauft man sowieso, der ist nicht teuer. Den braucht man. War das, gell? Auf geht's. Machen wir das mal zuerst. Udo? Carsten ist auch schon wieder beim Udo. Ja, er gönnt sich, der gönnt sich zur Zeit. Boah, ist das ein Radar? Ah, es geht. Bin eh nicht so schnell. Oha! Ist der gar nicht da? Doch. Die bei mir stehen die eh nur rum. Okay. Udo! Ja. Was los? Was geht? Nix mal dir. Ich hol grad das Ding da ab. Perfekt. Hey, andere Frage. Was los? Ich werde wahrscheinlich noch was kaufen. Und zwar den Wender, was du da gesagt hast. Was hat der gekostet? Ja. 29. Was? 29.323. Ist trotzdem ein guter Preis, ey. Ja, ist eh so. Was hat der für Breite? Ich kann mal kurz auf meinen Katalog gucken, weil ich spiele das nochmal. Der hat 17 Meter. Bist du deppert. Boah, ist schon Wahnsinn, hey. 29 ist schon brutal viel. Jo. Der kostet neu. 43, 5. Ja schon, aber brauche ich so ein Riesengerät? Ja. Brauchst du? Nee. Brauche ich das? Ist die andere Frage. Will ich das? Ja. Kann ich mir einen um 16 auch kaufen, also einen neuen. Wie meinst du jetzt? Um 16.500. Da den Vicon. 16.500. Immer 16.500, ich hab hier kein 16. Mir ist blind. Meinst du auch Wender, oder? Ein Warnex 904 und 16.500. Aber ja, den, ja. Willst du den haben, oder wie? Nö. Oh. Aber ich brauche Equipment zum Mähen. Ja. Ich bin nur am Überlegen, weil ich muss echt clever und
das Geld investieren und ich darf nichts. Ja, was geht hier denn ab? Hat der drei Anhänger auf einmal. Was? Hier, Bastian Hintermeier. Macht er eine Kolonne oder was? Wieso? Oha. Ja, Oha. Oh, Lust ist nicht an Müller singen, ja? Hey, ruf mal den Müller an. Ja, was ist mit Müller los, wenn man ihn braucht? Der macht doch, wie heißt das? Nämlich. Wie heißt das, wenn du hintereinander herlaufst, so? Eine Polonaise? Ja, genau. Ja. Eine Polonaise ist das auf die Spaghetti, oder? Ja, die Spaghetti-Polonaise. Ja. Auf jeden Fall brauche ich Equipment. Ich brauche es nicht sofort. Das ist nicht. Habe ich aus dem gebrauchten Katalog? Nee. Deswegen warte ich wahrscheinlich, wenn vielleicht ist mal was im Angebot. Leider den Vendor vom Udo noch ein paar Mal aus, dann wird er immer billiger. Oder du leihst ihn aus, ja, kannst du ausleihen. Genau. Kann ich auch. Du musst nur gerade nachfinden, der würde 879 pro Tag kosten. Ich brauche Seilwinde, Udo. Haben wir eine? Nee, noch nicht. Ja. Dann halt die Arbeit ohne Ende da in der Zwischenzeit. Ich kann nichts machen, ey. Ich brauche einen Bäcker, der muss mir mein Feld häckseln. Frag mal den Bäcker, vielleicht kannst du bei ihm einfach aushelfen, hab doch Kohle. Bei ihm kannst du tatsächlich gerade aushelfen mit dem neuen Drescher, weil die Sommerwein, die hat mich vorher angerufen und die ist überfordert. Okay. Telefon! Moin, Pech Apparat, was kann ich für Sie tun? Ja, Weidemann, grüß Sie, ne? Grüß Gott. Herr Tesch, ich mach's ganz kurz und schmerzlos. Ich werde geschwind was bestehen und dann auch was abliefern zum Verkaufen. Mhm, ja. Und zwar Scheibenegge. Scheibenegge. Da, ja. Ganz die rechte von Lemken, Helio 96. Ja. Michelin, mhm. Mit Aufbau? Ja. Ja, darf drauf die fähigen Farbkasse bleiben. Alles klärchen. So, ich bin schon am Weg zu Erna, bring dann meinen Eulengrubo mit. Mhm. Und dann machen sie halt wieder, wissen sie ja, verrechnen. Ja? Mach ich. Super, dann bis gleich. Ja, tschüss. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich vertschiss mich mal, Udo. Alles gleich. Ich hoffe, die fangen bald mal an bei mir. Ja, ich wünsche dir alles Gute, gell? Ja, servus. Ciao. Nehmen wir mal den Striegel mit. Werder. Und ab die Post. So, fahren wir mal nach Hause. Ah, den Traktor reparieren, ja. Wäre dann auch mal gut. Was machen wir jetzt mit dem Geld noch? Schwader? Brauchen wir sowas? Ich würde sagen, wir kaufen die Sachen erst, wenn wir sie wirklich brauchen. Hoch hat es keinen Sinn. Wenn es denn soweit ist. Außer es ist was im Angebot. Auto wäre auch nice, wo man ein bisschen schneller wäre. Aber ja. Müssen wir auch mit dem Traktor fahren, gell?
Die Milch transportieren. Ist das unsere Aufgabe? Können wir? Nein, das könnte man eigentlich auch einen Kasten machen lassen. Also, wir kriegen in unser Fassel Milch auch rein. Wäre auch super. Naja. Vollgas runter. Das fällt da, wäre es cool, wenn sie dann anfangen würden. So. Unser Hof. Hoppala. Eine da. Unser Foodpark erweitert sich. Gut, dann haben wir jetzt den Striegel auch. Jetzt lass mal die Paletten da aufladen. So. Ah, ist der Wechselaufbau schon chillig, gell? Ja. Gut, jetzt muss ich da nochmal schauen, wie das funktioniert, gell? Abdeckung. Ah. So. War leer. Ja. Jetzt pass auf, jetzt waren wir da mal. Zu. Lade, Abladeseite. Steuerung alt. Na, Ah, okay. Und B. Was? Ja, läuft, ciao. Und wie viel habe ich da jetzt drinnen? Kann ich nicht sagen, gell? Wie viele Eier das sein? I don't know. B.
Ich check's nicht ganz. I. Wie viele Eier seien das? Seien noch nicht viele. Ich kann es nicht sagen. 1400. Keine Ahnung. Naja, lass mal schauen. Das war's auch mit der Folge, Leute. Lass mal schauen, was wir da machen mit den Eiern. Wünsche euch alles Gute, ey. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein. Schaut in die Kommentare und bei den anderen vorbei. Links in der Videobeschreibung. Ihr kennt es. Habe die Ehre. Ciao, ciao.